Herzlich willkommen zurück zu einem doppelten Freitagabend. Erstens kommt dieses Video an einem Freitag und zweitens ist gerade bei den Sims ein Freitag. Also, naja, viel vom Freitagabend werden wir in den Sims nicht mehr sehen. Aber, naja, was soll's. Ich hoffe, die FPS brechen gerade nicht mehr ein. So, was werden wir heute tun? Also am nächsten Samstag. Freitagabend haben wir Isabel Kevin begleitet. Ich glaube, heute begleiten wir Isabel. Entschuldigung, vielleicht finden wir einen Freund für sie. Also, wo sie sich so langsam ranmachen kann. Schlafen wir mal bis 7 Uhr aus. 6? Das geht dann schon. 12. Ausschlafen. Okay. Ja. Es regnet. Wo könnten wir mit Isabel hingehen? Ins Museum. Kevin schläft mal etwas länger bis 12. Gibt es das Nektarium, der für sie vielleicht fand? Wir haben nicht gerade viel Nektar, das ist ja gemeint. Resort können wir uns nicht leisten. Oh, jetzt die Musik. Im letzten Part habe ich sie etwas hochgedreht. Schon besser. Irgendwo. Das, was überdeckt ist. Ach ja. Da glitscht gerade ihre Verpixelung durch. So. Ups. Haben wir auch mal refotografiert. Sekunde. Kann die nicht? Okay, egal. Entstopfen mal die Toilette, bitte, Kevin. Ah, so natürlich. Farbe einstellen. Nein. Was mache ich immer? Benutze dich. Farbe einstellen. Ah. Oh. Farbe einstellen, Flamme. Alle Lichter. Hat die Kloschüssel repariert. Und handwerklich. Och, das wollte ich jetzt vorlesen. Was jetzt gerade repariert? Und
so auf meinem Kanal. Die Lautstärke ist jetzt gerade etwas hoch. Nein, Entschuldigung, dass das jetzt etwas dauert. Dieses Licht so. Okay. Dann sitz dich und lies. Ach nein, ist schon fertig, brauchst du nicht. Dann kannst du Haushalt zum Essen rufen. Ja, kann ich mir vorstellen. Auf Pfannkuchen hätte ich jetzt auch Lust. Es war gerade Abend, hatte auch etwas Spanisches heute zum Abendessen, aber... Naja. Apropos, fröhlichen 1. Mai. Einfach mal so gegrüßt. Ist ja heute der 1. Mai. Also, für mich morgen, weil ich vorproduziere, aber für euch schon heute. Du bist also in der Bildung tätig. Ja, das bin ich. So, wir waren noch am Überlegen, wo wir mit dir. Hä, wieso ist die Musik jetzt so laut im Spiel? Drückt mir die Ohren kaputt. Ich hoffe, ihr könnt mich noch immer verstehen. Wie viel Grad? 24. Kaffee ist im Kaffee etwas los? Wurde ja nicht. Da waren wir schon. Ist hier nirgends etwas los? Angelteich? Auch niemand. Nektarium nicht. Japanischer Garten? Nee. Ist nicht so ihr Ding. Das Gruselgrundstück. Nö. Sekunde, setz mal auf Pause. Es ist der Tag um, bevor wir etwas erledigen konnten. Gibt's nicht irgendeine schöne Insel? Das Räuberversteck. Sogar ein Hausgrundstück. Zwei, oder? Ja, sogar zwei Grundstücke. Mal das jetzt, sieht man da und wo noch? Das hier. Cool. Cool, cool, cool. Hier und das hier müsste doch sein. Sieht man da. Ach, war gerade so untextuiert, daran hat man es erkannt. So, jetzt zurück. Was tun wir? Strand. An den Strand könnten wir gehen. Ein schöner großer. Resort. Was haben wir? Ah ja, hier ist die verlassene Mine. Dann gehen wir an diesen Strand. Da. Klassischen am alten Pier. Alleine. Du kannst danach dein Buch lesen. Nein, erst pieseln. So. Nutzen, dann Outfit wechseln, Alltag. Dann setzt du dich hier hin und liest dieses Buch. Und danach kannst du reden üben. Du brauchst nämlich bald Charisma. Und wir begleiten deine Schwester jetzt mal. Sie hat noch immer den Helmling vom ersten Tag. Ach, schon da. Ist hier irgendjemand? Nö. Wie einfach gar keiner da ist. Sammelt doch erstmal. Bringt vielleicht etwas Geld. So, vielleicht kann sie... Ach, nice. Das habe ich schon.
hier noch gar nicht gesehen. Ist das jetzt von der Farbe oder so? Oder? Ja. Ich glaube, die Ersteller mag... Mag das? Nein. Ach mein Gott. Mein Deutsch. Mochten. So. Die Ersteller mochten. Pink und Rosa. Meine Meteorsteine. Kannst du dich mal hier entspannen? Gehen wir nachher hier hin. Vielleicht lernt sie ein Instrument. Es gibt so viele Fähigkeiten. Und am liebsten möchte ich euch mit verschiedenen Charakteren alle zeigen. Ach, schönes Tuch. Machen wir Musik an. Das ist Songwriter. Höre ich etwas? Wie schön. Umschalten auf. Strandparty. Hallo? Habe ich jetzt das Spiel wieder verbuggt? Ich höre was und sehe Beine, aber ansonsten... Ach egal. Wer ist das? Valorki! Derek Lyman Silverlane. Bargo, komm mit, so wie geht's? Das ist mal ein Witz. Wer weiß, vielleicht wäre das denen noch was. Auch wenn ich es nicht glaube, aber. Schere, Stein, Papier. Isabel hat erfahren, dass Derek schulische Laufbahn wohl, wenn er mal ein anderes Outfit bekäme. So. Barzebni. Well. Nee. Sibna, he's a Wubi. Du bist doch hoffentlich nicht von der Polizei verfolgt worden. Nein, ich doch nicht. Ich bin weiter auf der Liebe- und Freundeschule. Fragen wir mal, ob er Single ist. Nach seinem Sternzeichen. Überschwinglicher Kuss. Ja, ich glaube, es geht los. Ja, überschwinglicher Kuss, jetzt schon. Freundschaftlich? Einschlagen. Was macht der? Er übt. Ja, die beiden passen irgendwie passen die beiden zusammen. Beide etwas schräg. Ja. Irgendwie zusammen. Und er ist verheiratet. Also ist er nichts für uns. Auch egal, wir können uns ja trotzdem mit dem anfreuden. Über Hagel. Von Recht und Ordnung schwärmen. Das Haus ist neu. Das hier war dabei und das hier. Aber das nicht. Auch ein schönes Haus. Etwas wärmer. Hip-Hop-Analytik-Gerät. Ja, es gibt das Wetter. Und wie steht es um die aktuelle Ereignisse? Dramatische Geschichte. Die
Die passen. Du hältst dich über. Ich lese nicht mehr. Mein Lesen ist gerade nicht mehr so gut. Die Welt. Ach ja, die Welt. Wie in einem Computerspiel. Ich komme mir wirklich vor, als wäre unsere Welt in einem Computerspiel. Was? Wirklich? Achso. Das glaube ich doch nicht. Lust einmal etwas mit mir essen zu gehen? Ja, aber das ist dann nicht für ein Date. Nein, nein, nein. Einfach nur freundschaftlich. Einschlagen. Und kennenlernen. So, sie müssen sich zum Pool. Sie sind vom Pool in der Nähe. Im Sportcenter. Kann man den Pool benutzen, wenn man nicht im Resort eingecheckt? Nein, muss im Resort anchecken. Wie viel würde eigentlich eine Übernachtung im Resort? Übermint. Ja, ich glaube, die beiden verstehen sich gut. Beide sind etwas spezieller. Nebaklona, Bon Iba Noji, Lachinibo. Zabzu Mizzlenor. Du Kazamazigada. Fehlerhinweis. Uban Terlo Bag. Absa Mazab. Kompliment über Aussehen machen. Shabu Zimbama. Dirk, ihr Bag. Dirk Lerpa. Könntest du nochmal mit ihm plaudern? Oh, fällt er sie an. Ach, sie sind Freunde. Wie schön. Dann sehen wir nächstes Mal, was Isabelle aus dem Rest ihres freien Tages macht. Ob sie irgendwas mit Derek unternimmt. Oder ob sie alleine irgendwas wohin geht. Und vielleicht gehen wir ja mit Kevin am Abend raus. Oder die beiden Geschwister. Das weiß ich noch nicht. Das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, alles Gute. Euer E-Pilot. Ciao, ciao.